Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, dass ich den Job schon einige Jahre mache, verschlägt es mir doch immer wieder die Sprache, wenn ich an irgendwelche Anlagen gerufen werde, wo die Leute quasi einen Hilferuf starten und sagen, Kammer, hast du mir irgendeinen Tipp? Ich habe mir einen Teich bauen lassen, das ist ein Paradies. Und jetzt ist irgendwie alles nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Das sieht zwar wunderschön aus und ich zeige Ihnen nachher die Anlage hier im Detail. Ich habe jetzt mein Weitwinkelobjektiv drauf, dass Sie mal das ganze Unglück im Gesamten sehen können. Ich habe hier einen Teich gebaut, der sieht wunderschön aus, aber technisch ist das wirklich nicht das, was ich mir vorstelle. Und Guido kam mit seiner Frau zu unserem ersten Teichberatungstag nach Abstadt. Die haben Bilder dabei gehabt, ich habe die Bilder gesehen, da war hier Wasser drin und ich habe gesagt, wow, da haben Sie einmal einen richtig geilen Gartendesigner-Teichbauer gehabt. Und dann haben sie gleich gesagt, sind wir auch voll zufrieden, voll umfänglich, aber wir sind uns nicht sicher, ob diese Anlage zur Koi-Haltung taugt. Dann sage ich, warum nicht? Ja, das Wasser ist permanent grün und die Wände sind aus Beton und dann hat man mir hier, das ist nach in dem Bereich, den ich Ihnen zeige, hat man uns ein Regenerationsbecken mit Kies gebaut und das würde ausreichen, um die 50 Kubik große Anlage zu filtern und. Ich habe nur die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, an dieser Stelle können wir aufhören, über den Ist-Zustand zu sprechen. Wir müssen jetzt darüber sprechen, wie wir die Anlage verändern, weil ich kann Ihnen eins versprechen, in 20 Jahren habe ich keinen einzigen Teich gesehen mit Regenerationszone, mit Kiesfüllung, der langfristig funktioniert hat. Das verträgt alles, das verschlammt alles, die Wasserdurchlässigkeit ist nicht mehr gegeben. Das ist nichts Steuerbares, das ist nichts, wo man Koi auch mal gegebenenfalls gegen Parasiten vernünftig behandeln kann. Ein Koi-Teich funktioniert grundsätzlich anders. Da brauchen wir eine leistungsstarke mechanische Filterstufe, wir brauchen eine leistungsstarke biologische Filterstufe, wir brauchen einen gesetzten Wasserdurchsatz, am besten einmal pro Stunde. Dann brauchen wir noch eine UV-Bestrahlung, dass wir keine Algenblüte bekommen. Und alles andere, was man Ihnen erzählt, ist vollkommener Humbug. Und das müssen Sie sich wirklich merken. Da kann Ihnen einer erzählen, was er will. Das stimmt einfach nicht. Ich habe sogar mal die Theorie gehört, jetzt müssen Sie aufpassen, dass in diesen Filterregenerationszonen so viele Kleinlebewesen leben, die von der Algenblüte leben, dass ich die Algenblüte im Teich überhaupt nicht bilden kann. Und Guido sitzt im Hintergrund und lacht gerade und nickt und wahrscheinlich hat man ihm den gleichen Quatsch erzählt. Weil mal ganz ehrlich, wenn die so viel fressen würden, dass die Algenblüte irgendwann weg ist, dann würden die sterben, dann kommt auch die Algenblüte wieder. Das ist jetzt eine Arbeitstheorie. Vielleicht ist es in der Praxis ganz anders, aber ich habe keinen Teich gesehen mit einer Kiesregenerationszone, wo das Wasser kristallklar war. So. Das war aber Guido und seiner Frau auch relativ schnell klar und darum haben sie den Hilferuf gestartet und sind zu uns gekommen, was uns natürlich geirrt hat. Michael Rupp war auch da am Teichberatungstag. Mittlerweile war er auch hier und hat auch die Anlage professionell umgebaut. In dem Rahmen, wie es hier jetzt noch möglich war, ist natürlich immer ein Unterschied, ob ich jetzt eine Anlage restauriere oder ob ich sie von Grund auf konzipiere und neu baue. So, aber er hat es trotzdem toll gemacht, das werden Sie auch sehen, und er hat an viele Aspekte gedacht. Aber die Filterregenerationszone hier oder die Kiesregenerationszone, das war nur das eine Unheil, was man hier angerichtet hat. Weil jetzt kommt eigentlich der Clou. Jetzt ist man hergegangen und hat das Loch ausgehoben und jetzt wäre ich auch noch fast reingeflogen. Das war gerade der Teichbau über mir und hat gesagt, so Kamera, jetzt bist du dran. Man hat also das Loch ausgehoben, dann hat man eine Folie reingelegt, auf die Folie hat man dann ein Vlies gelegt und dann hat man Beton reingelegt. Das muss mir mal einer erklären. Welchen Sinn macht denn das, wenn ich schon einen fertig abgedichteten Teich habe, dass ich dann aus Modellierungsgründen oder aus Gründen auch immer, dass man dann den gesamten Teich noch in Beton fasst. Dass man vielleicht im Uferbereich, wo irgendwelche Steine gelegt werden, so wie das auch Jürgen Kirchner macht zum Beispiel, dass man da ein Wasser, ein WU-Beton braucht, dass ich also danach auch möglichst wenig Stoffe ans Wasser abgibt. Manche machen es auch aus einem Quarzsand-Laminat-Polyester-Gemisch, dass man da die Steine reinlegt, dass man die fixieren kann, dass man auch mal auf den Stein laufen kann, ohne dass man gleich ins Wasser abrutscht. Das wäre noch erklärbar gewesen. Aber den gesamten Teich mit einer rauen Oberfläche an Kies funktioniert gar nicht. An Beton, das funktioniert gar nicht. Und jetzt gehen wir noch zu den Bodenabläufen. Natürlich hat man an Bodenabläufe gedacht. Beim 50.000 Liter Teich genau einer. So. Und was sagen Sie jetzt? Was sagen wir immer? Pro 10.000 Liter brauchen wir wenigstens einen Bodenablauf. Und das führt jetzt dazu, dass man selbst in der Restauration hier nicht sagen kann, man baut eine vernünftige Schwerkraftfilteranlage ein in, Achtung, die Filterkammer, die man hier sogar aus Fertigelementen vorbereitet hat. So, jetzt muss man diese teuer gebaute, und wirklich, und das muss ich sagen, wunderschön gebaute Anlage, dass man die schlussendlich jetzt noch im gepumpten System betreiben muss, wo man dann mitunter
Schläuche, Pumpen und anderes technisches Equipment im Teich hat. Das ist alles traurig, das ist alles schade. Und jetzt steht, selbst nachdem der Filter umgebaut ist, der Guido vor der Aufgabe oder vor der Frage, und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin, wie geht er mit dieser bestehenden Teichschale nun um? Weil da irgendwelchen Beton, in was weiß ich, wie viel Kubikmeter wieder rauszuschlagen, ist völliger Quatsch, ist unrentabel. Jetzt hat er überlegt, mache ich da eine Dichtschlemme drauf. Dichtschlemme ist natürlich von der Oberfläche sehr viel feiner. Daran könnte man denken, wenn es mein Teich wäre, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde eine Einschicht Polyesterharz drauf machen. Man hat ja hier einen definierten Untergrund und das Polyester müsste ja jetzt nicht irgendwelche Drücke auffangen. Das macht ja schon der Beton, also es wäre nur noch mal eine Deckschicht, dann einen schönen Topcoat drauf. Es gibt Epoxyharzanstriche, es gibt dann auch noch Flüssigfolien mittlerweile, die relativ gut sind, was man nehmen kann. Aber man muss auf jeden Fall etwas machen, um diese Oberflächenrauheit des Betons zu mindern. Also ich habe da vorher mal drüber gefasst, das ist so rau. Ich will überhaupt gar nicht dran denken, wenn da Fische drin sind und da ist nur ein Parasit auf dem Fisch und der Fisch würde sich nur einmal an dieser Teichwand scheuern, da würden sofort ein paar Schuppen fliegen. Und was dann im Anschluss kommt, brauche ich Ihnen nicht erzählen, wenn Sie schon seit einiger Zeit Koi halten. Also man sollte bei den Abdichtungen schon gucken, dass die Oberflächegüte so ist, dass es möglichst glatt ist, dass die Fische sich also nicht wirklich leicht verletzen können. Also die sind jetzt nicht gerade so, dass sie sich verletzen möchten, aber es gibt halt die Situation wie Scheuern, beim Ableichen, wo die Fische sich treiben, wo ihnen das dann auch egal ist, wo sie es jetzt gerade entlang schießen. Aber das sind halt alles so Momente, das kann 11 Monate gut gehen, im 12. Monat wird abgeleicht und dann hat man die Soße. So, Guido hat gedacht, er meint es jetzt besonders gut und hat sich einen Schwingschleifer genommen und hat angefangen, die Teichoberfläche abzuschmirgeln. Da kann ich ihm aber auch sagen, wenn das normal verarbeiteter Beton ist, würde ihm das nichts bringen. Weil der Beton wäre dann jetzt im Moment, wäre der Beton hochglatt und man könnte sie vielleicht auch, wenn man drüber lang, könnte es einem denn, das Gefühl geben, dass es für die Fischhaltung geeignet ist. Aber wenn nachher das Teichwasser mal richtig aggressiv wird, wenn der pH-Wert wegen mir auch sinkt, ja, wenn sich dann der Kalk anfängt aus dem Beton zu lösen, dann kann ich Ihnen versprechen, dann ist der wieder rau. Denken Sie nur an alte Häuser, wo mal die unteren Bereiche vom Betonfundament im Wasser gestanden sind, wo mal wirklich über 5, 6 oder 10, 20 Jahre der Beton mit dem Wasser in Kontakt war. Das wird so ein richtig kriseliges Zeug und das würde hier natürlich permanent unter Wasser, würde dieser Effekt sehr viel schneller eintreten. Also das Abschleifen ist gut gemeint, ist eine erste Idee, aber für die Praxis auch nicht geeignet. Das würde sich relativ schnell wieder umkehren, das ganze Spiel. Also hier muss ganz sicher irgendeine Abdichtung her, nicht eine Abdichtung, sondern eine Oberflächenbehandlung, die das Ganze noch, die das Ganze langfristig so versiegelt, dass man sagen kann, hier ist eine hochglatte Oberfläche, wo sich die Fische nicht mehr verletzen können. Ich muss wirklich sagen, so schön wie die Anlage ist, so traurig ist es, weil es hat zum einen einen Haufen Geld gekostet, einen Haufen Geld, von dem man jetzt im Prinzip viel wegwerfen kann, weil man es neu machen muss, und zum anderen, weil es natürlich viel Arbeit ist. Vor 2 Jahren ist die Anlage entstanden und jetzt hat man schon wieder Genesis im Garten gehabt, hat Filter nachgerüstet, man hat zwar den Filter, der damals geliefert wurde, hat man jetzt auch eingesetzt, da auch ein Lob an Michael Rupp, und das macht er eigentlich immer, dass er versucht, die bestehenden Teile, was die Kunden haben, dann auch mitzuverwerten. Er sagt nicht alles weg und Genesis rein, sondern er hat es genauso sauber verarbeitet wie seinen eigenen Filter und das finde ich toll. Und das ist natürlich der Ärger, dass man einmal ein halbes Jahr mit dem Bautheater hat, dann hat man 2 Jahre Theater, weil man sich die Frage stellt, wie verfährt man mit der Anlage, und dann hat man natürlich nochmal Kosten, nochmal Arbeit und nochmal ablassen, um die Anlage dann irgendwann mal in einen Koi-Teich umzuwandeln. So, ich zeige Ihnen jetzt den Teich. Sie merken an meiner Stimme, ich bin wirklich ein bisschen sauer, weil mich das auch echt sauer macht. Aber bitte auch einen Blick auf die Randgestaltung werfen. Also wirklich eine traumhaft schöne Anlage mit den vielen Moosen hier, Ahorne, Azaleen. Wir sind hier in der Nähe von Freiburg und hier blühen die Azaleen schon voll. Auch die Trittsteine hier, alles wunderschön verarbeitet. Das war noch ein Schwimmbereich für die Koi. Hier wäre die Regenerationszone gewesen. Da hat Michael Rupp ein Oberflächenskimmer eingebaut. Oder ein Seitenskimmer, den zeige ich Ihnen nachher. Hier haben wir den Randbereich, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen näher an den Beton ran und dann werden Sie schnell sehen, dass das für die Koi-Haltung absolut gar nicht taugt. Also wenn Sie hier jetzt mal hingehen, das ist also hochrau und ich weiß auch gar nicht, wie viele Stunden man hier
schleifen müsste, um das mal in einen einigermaßen glatten Zustand zu überführen. Aber ich glaube, Guido hat schon die ersten Stunden damit zugebracht, so in dem Bereich hier. Aber auch das ist für meinen Geschmack immer noch so, dass es zumindest als Koi-Teich nicht taugt. Also man hat hier, wie gesagt, ach, man hat Vlies, Vlies, Folie und dann wieder Vlies und dann Beton. Der Sinn des Ganzen erschließt sich mir nicht, aber es ist auch nicht immer wichtig, dass sich alles erklärt. Manchmal sind die Dinge einfach so, wie sie sind. Aber trotzdem bin ich mir sicher, wenn die Anlage dann mal final fertig ist, dass sie dann wunderschön sein wird. Wirklich natürlich japanisch angehaucht, nicht überladen und vor allem auch nicht mit Steinlaternen zugestellt, sondern die Pflanzen harmonieren mit den Steinen und das tun sie wirklich sehr schön und auch die Ufergestaltung, weil man muss ja auch was loben. Die ist also wirklich gelungen, Stein und Moos. So, also, falls Ihnen irgendjemand mal erzählt, dass Sie ein Regenerationsbecken brauchen, mit Kies und Sie ihn explizit darum gebeten haben, für Sie einen Koi-Teich zu bauen, dann verweisen Sie bitte auf den Blog und vielleicht werden Sie dann Schlimmeres verhindern, zumindest was Geld, Kosten, Ärger und sehr viel Bautätigkeiten auf Ihrem Grundstück angeht. In diesem Sinne, wir gucken uns jetzt gleich noch den Oberflächenskimmer und den Filter für die Anlage an. Vielen Dank für Ihr Interesse, liken Sie uns und bis zum nächsten Blog.